Hallo, hallo, hallo. So. Ich habe mich einmal angemeldet, um zu gucken, ob das Shunk-Loading funktioniert, und da habe ich hier die Capes schon entdeckt gehabt. Deswegen gibt es aktuell kein Achievement, aber da bauen wir jetzt eine Farm für. Und hierfür bauen wir auch eine Farm. Und wir können hier einen Fahrstuhl bauen und. Also, sieht schon nice aus. So. Dann machen wir die hier noch mal ein bisschen runter. Noch Stairs. So, ich brauche eine Axt. So. Das hier nämlich gleich groß.
Die Überlegung, wie ich am geschicktesten die Kelpfarm baue. So. Oh, ich habe noch welche. Was? Die brauche ich. Jetzt habe ich das. Nee. Da ist nix. Alter, diese Geräusche von dem...
Oh. Oh, okay. Das ist Create Life 5 von Blizzard. Und ja, das macht aktuell sehr viel Laune. Das ist mal was komplett anderes. Die Rezepte sind auch anders. Und ich wollte eh schon seit längerem mal richtig in ganz viel mit Create machen. Und deswegen dachte ich mir, passt das ja perfekt. Auf Modred. Moment. Da. Ja, bitte, bitte. Also, das macht richtig, richtig Laune, muss ich sagen. Harvester. Thank you.
Wo genau? Oder meinst du jetzt im Create? Ach so, da ist alles auf Bewegung ausgelegt. Das heißt, zum Beispiel musst du mit Wasserrädern Bewegung herstellen, sodass du Zahnräder betreiben kannst. Und dann kannst du hier über verschiedene Zahnräder auch mehr Geschwindigkeit aufbauen. Und dann zum Beispiel hier Millstones betreiben oder einen Fan oder Bohrer, die dann für dich Cobblestone herstellen können. Und das funktioniert mit ganz vielen Sachen. Man kann auch irgendwann Sägen bauen und sowas alles. Also das ist sehr geil. So, ich muss mal eben kurz weg. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Hallo, Pixel Monty. Hi.
Moinsen. Habe ich dir einen Link gerade geschickt? Das musst du den Launcher davon runterladen und dann kannst du dies als Modpack installieren. Nice. So. So. Oh. Müssen wir doch oben machen. Oh. Jetzt ist die Frage, ob es dafür eine einfachere Methode gibt. Das ist nervig.
So. Super. Ja. Brauchst du ja an sich auch nur für die Farm, ne? Ja, das hatte ich auch vor. So, ich will in die Richtung Technik-Area und hier machen wir erstmal eine Plattform für
Tronic, wie weit bist du? Oh Gott, wie weit bist du schon? Ah, 3 Stück. Ja, das finde ich bei Planet Crafter auch hardcore. Ich habe da ein bisschen was gesehen. Also, ich muss sagen, da freue ich mich schon drauf, aber aktuell ist das Spiel hier doch noch aktuell ein bisschen interessanter für mich, aber ich glaube, Planet Crafter werde ich auch hart reingehen. Tronic, wie gut funktioniert Koop? Okay, macht also Spaß.
Super, das ist so geil. Worauf ich mich freue, ist das ganze Thema mit den Tieren. Planet. Also, ich habe bis zu den Raupen gespielt, glaube ich. Mammals, Mechanics. Ah, das sieht echt nice aus. So, was fehlt mir denn? Getting comfy, unstable. Oh, ich habe noch keinen Cookie gebacken. Nice. Ja, da muss ich auf jeden Fall auch noch mal rein. Ja. Mir hat einer gefehlt anscheinend. Ich glaube, das war hier der. Der hier hat mir gefehlt. Aber 15 neue Achievements. Ja. Na, da fehlen mir zwei. Ich glaube, das Cookie und den Magnat. Die beiden hatte ich noch nicht. Oh. Ich glaube, im Schneebiom war ich noch nie.
Ah, ja, das kann natürlich sein. Oh, Pumpkin Seeds. Wow, da sind welche rausgeflogen. Mixing. Matt. Oh! Wie geil ist das denn? Also drei neue Biome dann. Ich glaube, ich weiß, was ich morgen machen werde. Hardcore in Planet Crafter reingucken. Oh, das ist ja jetzt aber auch gemein. Vor allem, ich habe das Problem, ich habe immer irgendwie... das kann ich mal zeigen. Ich habe immer ein Major Update abgewartet und gedaddelt. Und Raketen komisch durch die Gegend geschossen. Ja, das war das, was ich gemacht habe. Nee, also ich habe immer irgendwie 2, 3 Updates gespielt und... Also, es kam Update 1 und dann kam dazwischen irgendwie 3, 4 Updates und dann habe ich das nächste Update wieder gespielt. Und dann kam 3, 4 Updates, also ich hatte immer, dass ich dann komplett wieder von vorne angefangen habe. Also ich habe in dem Spiel schon, ich glaube, 3-mal von vorne angefangen oder 4-mal.
glaube, das letzte Update, was ich so ein bisschen gespielt habe, war, wie heißt es gleich noch? Das, wo die Drohnen rauskamen. Dass man die einsetzen kann, dass die einem da Sachen transportieren und. Und dann habe ich aufgehört. Ja, okay, das kann ich dann wirklich verstehen. Ich habe noch nie richtig mit Create gespielt. Heißt mal sowas wie die ganzen Maschinen und so weiter aufgebaut oder eine richtige Farm gebaut und sowas. Also das ist jetzt alles für mich so gesehen richtig neu. Zwar habe ich das schon mal irgendwo gesehen, aber für mich macht das jetzt keinen großen Unterschied, ob ich das jetzt schon gespielt habe oder nicht, weil für mich sieht das alles neu aus. Ja. Und wie gesagt, da freue ich mich schon drauf.
Oh, Coco Beans. Nice. Ja, es gibt anscheinend Vents. Was so ein Kack, ey. So eine Kacke. Ja, also. Gut, dass du mir das jetzt gesagt hast und nicht erst, wo ich anfange, hier unten eine Fläche zu bauen. Ja, alles gut. Hätte ich mir vorher auch mal die Modliste durchlesen können. Das Einzige, was mich gerade ein bisschen stört, ist, ich habe es immer noch nicht hingekriegt, dass das Shunk-Loading funktioniert. Ja, also hier gibt's kein Shunk-Loading aktuell. Und ich krieg das auch nicht mit einem. Ich hab mir extra, wie heißt das gleich noch hier? Das ist ja Xeros World Map. Und ich hab mir extra dafür das Shunk-Loading geholt. Und das funktioniert nicht. Ja, hier ist, glaube ich, kein FTP drauf, nee. Aber das ist noch mal was Nices.
Ja, da war ich auch am Überlegen, ob ich mir das hole. Aber da musst du halt sehr viele Extras für runterladen. Muss ich einfach mal gucken. Aber wenn es Shunkloader hier drinne gibt, dann reicht mir das auch. Moment. Curse. FTP Chance. Hast recht. Das braucht nur Relations. Oh. Vier weitere Mods. Ich hätte das mal ausleuchten sollen. Ja, das auf jeden Fall. Aber bei jedem Update von dem Ganzen brauche ich halt wieder alle dafür zusätzlich. Und das ist halt nervig.
So. Das sollte ausreichen. Oh, Inventar voll. Oh. Was habe ich hier bekommen? Soja. Da gab's doch irgendwas. Oh, das will ich haben. Oh, ich habe eine defekte Fackel. Schwert. Mist. Redstone, Glowstone. Nice. Also das kann man immer gebrauchen. Nehmen wir doch eher das.
Ich brauche mehr Skeletons. Okay, nice. Alter, ich brauch doch nur Skelette. Gott, habe ich mich erschrocken.
spielen. So, was sagen die Quests hier eigentlich? Okay. Eine Karotte, nice. Guten Abend. Ich brauche ein bisschen Bones. Ja? Funktioniert das jetzt mit dem Spawn? Ah, funktioniert nicht. Sorry, ich habe mich verlesen. Das ist echt Kacke. Eine Runde schlafen. So, wie viele kriegen wir denn jetzt da raus? Ja, auf jeden Fall. Das ist dann echt frustrierend. Musst du doch die so eine Farm bauen, wie ich das jetzt hier gemacht habe.
Wow, 2. So ist das hier kreisrund. Na egal. Ah, okay. Die verbreitet ein bisschen Hitze, okay. Mir ist gerade was eingefallen, was wieder sehr frustrierend ist. Obwohl, es geht zwar, okay. Und zwar, ich brauche ja eigentlich Soul Sand unten für, damit der Wasserfahrstuhl funktioniert. Und ich war gerade überlegen, wie bekomme ich das, aber hat sich ja jetzt erledigt. Wofür brauchen wir das nochmal? Fan. Okay, Nether Ward, Spirit Lock, Blackstone, Soul Sand, Soul Soil. Oh, nice. Netherrack. Kann man noch irgendwas mit dem blauen Feuer machen? Ah, okay. Ja, super. Oh.
Ah, für die Blazeburner. Okay. Hier krieg ich Cinderfloor. Okay, nice. Ich glaube, 9 Stück sollten erstmal reichen, aber ich brauche noch die Nuggets. Und Sand brauche ich. Jo, viel Spaß dir. Das sollte reichen. Okay, also wir brauchen noch Kelp. Und die brauchen wir noch. Oh nö.
Oh Gott. Hilfe. So, Fahrstuhl. Oh, mehr geht nicht. So. So. Wow! So. Damit haben wir auch unsere untere Plattform. So. Okay. Also demnächst dann irgendwann nochmal Wäsche aufhängen. Ah, okay.
So. Oh. Das hat reingehauen. Verdammt. Ja.
funktioniert das? So, dann brauche ich die zum Glück nicht neu setzen. Ha, Glück gehabt. Dann machen wir das doch woanders. So. So, das passt. So, und jetzt? So, Dripstone. Thank you.
Oh. So. So, dann... Oh. Das war fehlerhaft.
alles nochmal. Jetzt ist richtig. Dauert das. Sehr interessante Bauweise. Oh.
Alter. So, und dann sind wir jetzt auch fast beim Schiff. So, und gleich sind wir da, da, da. Oh, es wird schon dunkel. Ist das Ender Portal? Nether? Oh. Da ist das. Okay. So, jetzt sind wir im Nether. So. Oh, wie hast du denn das hingekriegt? Okay.
Oh. Oh. Auf die Idee bin ich ja gar nicht gekommen. Das ist nice. Oh. Gott, Gott, Gott. Ah, das ist eine echt gute Idee. Und dann Bulk Haunting. Dann mit Glowstone. Den Respawn-Anker. Und dann kann man sich den... Nice. Cool. Help. Ja. Nee. Ist die irgendwie weg? Haben die die rausgepatcht? Heißt die irgendwie anders? Ich war nämlich auch der Meinung, du brauchtest erstmal Bras, damit du das herstellen kannst. Nee, anscheinend gibt es keine French mehr. French, so. Ja, hatte ich gerade. Brass Sheet. Dann war das doch, dass du die da draus klöppeln kannst. Thank you.
Also ich war mir auch eigentlich sicher, dass du mit den Wrench das machen kannst. Ist hier ein Update? Nee, Update gibt's noch nicht. Ah. Oh, oh, oh. Ah. Flammable items. Okay. Verdammt.
Hey. Cool, das passt, aber warum? DJ, yay. Kommt das nicht hin? Okay. Jo. Oder muss das hier Dripstone sein, damit das durchläuft? Bin nämlich auch der Meinung. Werden wir aber jetzt ja rausfinden. Cool, den... findet er auch nicht mehr.
Ja. Yes. Ja, Bambus, der fehlt noch, da hast du recht.
Kann Kelp auf Stein wachsen? Das wäre noch eine wichtige Frage. Ja, und auch andere Saplings anscheinend. Ja, genau, die buddeln dann alle möglichen Sachen aus. Wo ist mein Eimer hin? Ah, hier. Gut.
So. Oh. Oh. Ja, es wächst auf Stein. Sauber. So. Okay, plündern wir noch ein bisschen das Schiff. Oder haben wir noch...
Yay, einmal Lava. Im Rausche der Geschwindigkeit. Ja, da musst du hier Gravel waschen. Leider. So, Harvester. Oh Gott. Ja, du könntest Granit herstellen aus dem Granit. Red Sand und Red Sand in das Mining kriegst du Redstone. Und dann. Ach, was war denn das? Und dann Crimson. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, okay.
So ganz gut. Und dir? Wir spielen ein bisschen Create Life 5 und versuchen uns jetzt hier ein wenig zu verbessern. Aber so großartig haben wir uns noch nicht fortgeschritten. Super, das freut mich. Das... Oh Gott. Das weiß ich noch nicht. Aber eigentlich werde ich das wahrscheinlich erstmal so lassen. Aber Dankeschön. Oh nein. Ich wollte gar nicht runter.
So, sparen wir ein bisschen Kohle. Und was brauchen wir hier noch? Iron. 2, 3. So, und jetzt okay. So. So. Gibt's hier irgendwas? Nö. Endlich haben wir Belz. Nice. Damit können wir bedeutend mehr machen. Dann brauchen wir nur noch Funnels. Aber die können nicht.
Okay. Wir müssen den... Oh. Ich brauche noch 3 Casings. Ja. Cool. Yay. Wir haben unsere maximal langsame Kelp Farm. Nice. Und die ist so langsam, dass es trotzdem noch immer was nachwächst. Das ist super. Cool.
Wir brauchen jetzt diese komischen... Wie heißen die... Waren das die Sheets? Und die Pleuer. Ja, ich kann das hier mit dem Deployer machen, aber ich habe nicht so viel Knochenmehl. Naja, ich könnte da irgendwie auf die andere Seite. Ich habe hier nur auf einer Seite das Ganze. So. Okay. Ich könnte einen ganzen Haufen Clay produzieren. So. Aber... Das wird ja ewig dauern. Oh. Oh Gott. Oh.
Mist. Oh, dann dir viel Erfolg dabei und das kriegst du schon hin, würde ich sagen. Und danke fürs Dabeisein heute. Ah, okay. So, ich würde dann jetzt auch Feierabend machen. Ja. Morgen gucken wir dann mal, ob wir eine Runde Planet Crafter und dann, wie heißt es gleich noch, dann hier Minecraft weiterspielen. Und, ja, aber heute haben wir eigentlich sehr viel geschafft. Also, wir haben eine Farm. Wir haben unten Dropdown Tower gebaut. Können da dann unsere Mob-Farm, die neue, bauen. Und waren im Nether und haben uns wie heißen sie noch? Blazeburner gekauft. Geklaut. Wir haben Blaze geklaut. Ja, also wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und dann bis morgen. Hauridö, schönen Abend noch und ja, danke fürs Dabeisein. Ciao.